Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist eine neue Box bei mir eingetroffen, also nicht eine neue Box, sondern die Insta-Box ist bei mir eingetroffen. Die ist noch hier in diesem Karton, also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Insta-Box bekomme ich in der Kooperation zugeschickt und kann deswegen in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Schau da einfach mal vorbei. Und sie kostet zwischen 25 und 30 Euro pro Box. Erscheint viermal im Jahr, also immer passend zu den Jahreszeiten. Dementsprechend haben wir jetzt hier auch die Frühlingsbox für 2020. Ja, genau. Und ich habe hier auch immer so einen Flyer mit drin, weil es halt eine Kooperation ist. Liebe Claudia, wusstest du, dass jeder Frühling den Zauber eines Anfangs in sich trägt? Die neue Instabox Spring Edition soll dir bei deinem Neustart und soll dir bei deinem Neustart unterstützen. Denn in dieser Edition sind Produkte drin, die dich zum Strahlen bringen. Hab viel Freude beim Auspacken. XOXO Maria vom Instabox-Team. Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Ich hoffe, dass mich hier Produkte zum Strahlen bringen, denn ich bin doch ein bisschen durch den Wind. Ja, es war heute ein anstrengender Arbeitstag und ja, dann war ich eben noch mit Sammy Gassi und jetzt nehme ich mal hier die Box aus dem Karton raus. So schaut die Box immer aus, also das ist immer eine weiße Box, die so eine leicht stoffartige Oberfläche hat. Dann steht hier Instabox drauf und sie ist relativ groß, ne? Sie ist auch immer sehr schwer, prall gefüllt und das finde ich immer sehr schön. Und jetzt nehme ich mal den Deckel ab. Und hier haben wir dann schon direkt den ersten Blick in die Box. Was ich ziemlich cool finde bei der Instabox ist, dass du ein durchsichtiges Seidenpapier hast, wo dann halt auch immer direkt das Magazin durchscheint. Das finde ich immer sehr schön. Ja, genau. Das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Mit den Produkten, mit Informationen und so weiter. Und ich rieche jetzt zuallererst mal an der Box. Riecht wirklich nur nach Papier. Kein Duft. Nö. Okay, ich öffne hier mal den Klebi. In dem Magazin stehen auch immer so Rabattcodes drin und so. Und ich glaube, dass die Instabox auch, also dass wenn du die Instabox bekommst, dass du auch E-Paper gratis mit dabei bekommst. Ja, 3 Ausgaben Instyle E-Paper geschenkt. Das hast du immer mit dabei, wenn du die Box abonnierst. Das heißt, die verzichten darauf, halt das Magazin, die Zeitschrift, genau, mit in die Box zu packen. Und dann kannst du dir das alles online nachlesen, was ich ziemlich cool finde. Tatsächlich, genau. Ich sehe schon etwas. Hier ist ein Glowshot. Vielleicht mal dieses Mal nicht mit Ingwer. Mal gucken. Also das ist der erste Blick in die Box mit Krüvelpapier obendrauf. Und ich greife jetzt einfach mal beherzt rein und nehme das erste Produkt raus. Das ist von Yves Rocher Lifting Vegetal Serum Lift. Ein Lifting Serum hochkonzentriert mit pflanzlichem Kollagen. Ja, ein Gesichtsserum. Yves Rocher Produkte sind gar nicht mal so unglaublich günstig. Mit Yves Rocher, das ist immer so eine Sache. Immer wenn ich Yves Rocher Produkte in der Box drin habe, fängt immer jemand unten in den Kommentaren eine Diskussion an über Greenwashing und so weiter. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Deswegen kann ich mich da wirklich nur raushalten und euch da entsprechend diskutieren lassen, sofern ihr das möchtet. Informiert euch gerne gegenseitig und teilt Informationen. Ich persönlich weiß, dass Yves Rocher Produkte bei mir ganz gut funktionieren, dass ich sie auch sehr gut vertrage. Das ist mir persönlich einfach wichtig, weil ich halt eine relativ sensible Haut habe, vor allem so in der Winterzeit und ja, dann ist das alles ein bisschen anders bei mir im Gesicht. Dementsprechend freue ich mich darüber, wenn ich solche Produkte drin habe, die dann halt auch funktionieren bei mir, ne? Das ist eben so eine Sache. Ich habe damals, als ich jünger war, diese Flyer immer wieder bekommen, habe dann auch immer wieder Produkte bestellt, weil da gab es immer tolle Gratisbeigaben und sowas alles. Habe ich mega gefeiert, deswegen habe ich eigentlich zu Yves Rocher ein relativ positives Verhältnis und freue mich da auch immer drüber. Genau, ich nehme das hier mal aus seiner Verpackung raus, dass wir mal gucken können, wie der Flakon oder was auch immer da drin ist, konkret aussieht. Das ist so ein schöner Petrolton. Mag ich richtig gerne leiden. Ist von der Optik her schön, eine kupferfarbene Schrift drauf. Das finde ich sehr, sehr edel. Das ist Glas hier. Dieses Serum mit seiner flüssigen, feuchtigkeitsspendenden Textur verleiht der Haut ein sofortiges Gefühl neuer Spannkraft. Nach einem Monat erscheinen die Gesichtszüge gestrafft, Falten sind gemindert und die Haut wirkt gefestigt. Genau. Ja, und das ist halt morgens und abends ganz normal wie ein Gesichtsserum nach dem Toner anzuwenden. Und das finde ich gut. Ein weiteres Produkt, was ich sehr gerne verwende und auch jetzt gerade in einer anderen Farbe in meinem Bommel drin habe, sind Invisi Bubbles. Da haben wir hier 3 Stück in Pink drin.
Das finde ich ganz witzig. Ich mag das auch. Ich hatte auch schon mal so Türkisfarben, also so wie meine Ohrringe sind auch mit drin. Fand ich echt schön. Übrigens, meine Ohrringe kommen von Rossmann, falls irgendwer danach fragt. Die waren da mal bei Rossmann irgendwo, wo man da Schmuck kaufen kann, mit drin. Und mein Oberteil kommt von Esprit. Habe ich mit meiner Mom zusammengeschraubt. Genau. Ja. Hier sind 3 Stück von drin. Das finde ich klasse. Das mag ich. Das gefällt mir. Und ja, werden bei mir auf jeden Fall verwendet. Boss Alive Perfumed Hand and Body Lotion. Okay, so. Ja, das ist frühlingshaft von der Farbe her. Parfümierte oder diese Body Lotions, die halt von Parfüms kommen, sage ich mal, sind meiner Meinung nach meistens nicht ganz so feuchtigkeitsspendend. Aber wir kommen jetzt ja mittlerweile in eine Zeit, wo man nicht mal diese extreme Feuchtigkeitsspende braucht. Dementsprechend kann ich sowas dann auch ein bisschen eher verwenden. Da riecht sie jetzt erst so nix drauf. 75 ml sind hier drin. Das riecht aber sehr angenehm, sehr pudrig und floral. Das mag ich gerne vom Duft her. Also das kannst du eigentlich so als Parfümersatz oder als Parfümunterstreichung dann so ein bisschen nehmen. Finde ich ganz cool. Farbtechnisch auf jeden Fall alles hier schon mal ein Hingucker. Dann haben wir Ogal von Art Deco Magic Fix Lipstick Sealer. Eine Lippenstiftfixierung. Ach was, was soll denn der machen? Magic Fix fixiert Lippenstift in wenigen Sekunden. Er bleibt konturenscharf, verläuft nicht mehr und hinterlässt auf Gläsern und Zähnen keine unschönen Spuren. Also der soll quasi, ich hatte sowas schon mal im Glossybox Adventskalender drin und das hat nicht funktioniert. Der soll kussechten Lippenstift kussecht machen. Das schaut aus wie ein Nagellack. Das sieht ja witzig aus. So eine Glasflasche. Dann hast du da wirklich so ein Pinselchen drin. Aha. Riecht sehr alkoholisch. Ich nehme jetzt mal einen nicht kussechten Lippenstift. Das ist hier von Trended Up, den ich bei meinen Adventskalender-Unboxings immer getragen habe. Den gibt es leider nicht mehr. Aber ich trage ihn mir jetzt auch, weil der ist safe, nicht kussfest. Ist jetzt relativ easy so aufgetragen, ne? Also jetzt nicht so ganz konturiert und so. Also der ist wirklich nicht kussecht. Absolut gar nicht. Und ja, da muss ich jetzt ja eigentlich noch ein bisschen nachtragen, weil ich den jetzt ja abgetragen habe. Das Ergebnis darf nicht verfälscht werden. So, und jetzt nehme ich mir den Lipstick Sealer. Den soll man da einfach drüber pinseln. Ich bin super gespannt, ob das funktioniert. Das kitzelt vor allem, ne? Ich male auch so ein bisschen über den Rand. Ich merke schon, wie der Alkohol auf jeden Fall die Lippen austrocknet. Aber ich lasse es jetzt erstmal antrocknen und dann machen wir gleich nochmal den Kusstest. Ich habe da jetzt richtig viel draufgepackt. Das war jetzt nicht nur mal eben so ein bisschen, sondern ordentlich, ne? Weil das ist halt definitiv ein nicht kussechter Lippenstift, den ich jetzt damit natürlich versuche, kussecht zu machen. So der Plan. Mal gucken. Gucken wir jetzt erstmal nochmal weiter in die Box. Und zwar habe ich hier von Kappa einen Tee und zwar Hey Beauty. Skinny Vanille, den hatte ich auch schon mal irgendwo. Ich glaube, den habe ich sogar bei mir noch im Schrank stehen. Ja, das ist ein Bio-Früchtetee und der soll dann wahrscheinlich auch irgendwas Vanilliges mit drin haben. Bio-Früchtetee mit Vanille, natürlichem Erdbeeraroma und anderen natürlichen Aromen. Ja, definitiv auch so ein Frühlingstee, würde ich mal so sagen, den man halt auch kalt trinken kann. Wegen dem Vanille weiß ich nicht, aber wegen dem Erdbeer auf jeden Fall. Des Weiteren haben wir etwas hier drin von Be Routine. Let's be wild and free, baby. Ein Duschgel mit Orangenblüte, pflegt ihre zarte Haut, spendet Feuchtigkeit und es ist für jeden Hauttyp. Es ist vegan und ohne Mikroplastik. Ich persönlich mag nicht so gerne diese zitrischen Düfte, dieses Limette, Limone, Zitrone, Orange. Ist nicht so unbedingt mein Fall, aber wir können ja mal dran riechen. Oh, ja, da hat übrigens der Lippenstift hier schon abgefärbt. Das, ne? Ich glaube, das wird nichts mit uns beiden hier. Nee, das riecht mir zu sehr nach Orange. Das ist nicht so ganz mein Duft. Das wird auf jeden Fall weiter wandern. Des Weiteren haben wir hier eine Schlafmaske mit drin. Die hatten wir auch irgendwo schon mal mit drin. Das ist diese hier. Ist ganz nice, ist ganz niedlich. Ja, ich persönlich habe jetzt schon die eine oder andere Schlafmaske. Vor allem habe ich mal von, ich glaube, Vanni eine Sailor Moon Schlafmaske bekommen. Das ist mein Favorite. Und ja, ne, deswegen wird die auch mal irgendwann weiter wandern, wenn ich mal irgendwie so ein cozy Paket oder so packen möchte. Ja, aber sowas, ne, ist ja nie weg. Das ist ganz niedlich hier mit diesen Schlafaugen, die da drauf sind, diese geschlossenen Lider. Und dann ist das so ein schönes Rose Gold. Finde ich ganz niedlich, deswegen. Das ist schon ganz cool. So ein bisschen Frühlingserwachen eigentlich, nicht ganz.
Frühlingsschlaf, Frühjahrsschlaf, Frühjahrsmüdigkeit, das kennt man ja auch. Vielleicht kann man das damit so ein bisschen in Verbindung bringen. Dann habe ich hier ein Produkt von St. Moritz mit drin, Medium Tanning Mousse, uiuiui. Habe ich immer ein bisschen Respekt und Angst vor, dass es bei mir sehr fleckig wird, weil ich bin halt sehr, sehr hell. Und das ist jetzt auch Medium. Medium wäre mir viel zu dunkel, das heißt, das werde ich auch safe nicht benutzen. Nee, definitiv nicht, weil ich einfach... Nee. Ich bin blass und ich stehe dazu, da brauche ich kein Tanning Mousse. Ich weiß, dass viele das jetzt auch gerade so zum Frühling hin machen, wenn man die Beine wieder zeigt und so. Ich stehe zu meinen Kalkstelzen. Ja, ziehe mir dann notfalls mal eine Strumpfhose drüber oder so. Aber da werde ich kein Tanning Mousse verwenden. Nee, mag ich nicht. Ja, hier hast du auch noch den passenden Handschuh dazu. Ja, süß. Hat Münder drauf, ne? Ja, ist ganz süß. Kannst ja nichts zu sagen. Ja. Ja. Passt dazu, gehört dazu. Ist okay, brauche ich aber nicht. Etwas, was die jetzt häufiger mal in die Boxen gepackt haben und was ich ganz cool finde und die auch ganz gut sein sollen, ist von Lovos Heilerde. Hydro Booster, 2-Phasen-Pflege, einmal eine Clean Maske und ein Hydro Booster. Womöglich werde ich die heute Abend auch verwenden. Ich glaube, das kommt ganz gut, weil ich habe aktuell etwas unreine Haut. Also hier oben habe ich Unreinheiten, hier unten habe ich Unreinheiten. Das kommt einfach jetzt aktuell so ein bisschen auch durch Stress. Ja, weil ich halt ein sehr, sehr fleißiger Mensch bin und sehr fleißig arbeite. Und dann kriege ich halt auch Unreinheiten. Und ja, da werde ich die gut gebrauchen können. Und ich habe gehört, dass die auch wirklich gut wirken soll. Und ich glaube, ich habe sie auch schon mal verwendet, aber... Ich kann mir nicht alles merken. Ja, ich habe sie auf jeden Fall sehr positiv im Gedächtnis. Dass irgendwer gesagt hat, die ist positiv. Oder ich habe sie selber mal getestet. Ich weiß es nicht. Ich werde dieses Zwei-Phasen-Ding verwenden. Ich verwende sowas und poste das gerne auf Instagram in meiner Story. Folgt mir gerne, wenn du solche Momente und solche Live-Tests nicht verpassen möchtest. Das geht immer ein bisschen einfacher, als wenn ich das in einem Video mache und dann muss ich immer hier hin und das machen und tüdelü und so weiter. Ich muss aber zu diesen Heilerde-Masken sagen, achso, ich heiße AiduikeP auf Instagram, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Genau, Entschuldigung, bin verdattelt. Ich habe einen Rüffel von meinem Freund bekommen, weil unser Abfluss etwas verstopft war. Ne? Zu Recht. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das dann umgehen möchte, aber eigentlich bin ich kein Fan mehr von Masken, die man halt so runterspült. Wahrscheinlich muss ich dann einfach viel mehr Wasser nachspülen oder so. Oder man muss es halt mit Tüchern abnehmen und die Tücher wegschmeißen, wobei das auch wieder Tuchverschwendung ist. Ne, es ist alles ein bisschen schwierig. Schreib mir gerne deine Tipps und Ideen dazu unten in die Kommentare rein, wie du sowas entfernst, ohne den Abfluss zu verstopfen. Würde mich sehr interessieren. Bevor wir nun zum letzten Produkt kommen, machen wir jetzt den Kusstest. Ich habe das jetzt, ich weiß nicht, 5 Minuten einwirken lassen oder so und das stand hier drauf in Sekunden. Und jetzt mache ich mal einen Knutschi genau daneben. Ja, es ist schon weniger. Das muss ich sagen, ja, es ist weniger. Aber es ist immer noch da. Also es färbt immer noch ab und ich weiß nicht. Achso, ich glaube, ich bin an den unteren Spot da gekommen, ne? Läuft bei mir. Ja, auf jeden Fall. Ist das ein Produkt, was die Welt braucht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Lippenstift auch ein bisschen krass. Vielleicht mit einem nudefarbenen Lippenstift ein bisschen besser. Aber dann pinselst du dir das halt drauf und dann kitzelt das so. Und ich weiß auch nicht, ob das alles so gut ist von den Inhaltsstoffen her. Keine Ahnung. Ich habe das auch eben so ein bisschen mit der Zunge abgekriegt und habe mir gedacht, huch, sehr bitter und sehr alkoholisch halt vom Geschmack. Ich weiß nicht, irgendwie catcht mich die Box diesmal nicht so. Schade, sonst bin ich immer so ein Fan von diesem ganzen, von InStyleBox, ne? Schade. Ja gut, jetzt habe ich hier Berliner Shot Glow Shot Pro Beauty mit Apfel, rote Beete, Himbeere, Ingwer und Timut Pfeffer. Das ist dieses Produkt für den Glow von innen. Wir vertrauen auf die Gaben der Natur. Wir gucken mal. Oh, der sieht schon mal schön rot aus, ne? Rote Beete lässt grüßen. Ich habe ja diese Ingwer-Shots schon öfter davon gehabt. Die sind ein bisschen krass. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen freundlicher mit der roten Beete und so und dem Apfel und so. Und ich sag mal Prost, ne? Riecht sehr gemüsig. Der Ingwer kommt trotzdem durch. Und übrigens hat man hier auch Lippenstiftflecken. Nur mal so. Ja, er brennt nicht so hart wie ein klassischer Ingwer-Shot, weil er halt auch keine Ingwer-Stückchen mit drin hat. Aber ich mag sowas jetzt nicht so ultra gerne, muss ich gestehen. Ich trinke das, wenn es in den Boxen mit drin ist, ist okay. Aber ich würde mir das jetzt nicht so unbedingt kaufen und dann konsumieren. Im Sinne von, ich trinke es aus Genuss, ne? Nee.
Tja, am besten hat mir tatsächlich das Yves Rocher Serum gefallen. Das, was ich als erstes hatte. Die anderen Sachen waren so für mich nicht unbedingt passend. War es passend zum Frühling? Ja, irgendwie schon, ne? Aber ich weiß nicht. Hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ich gucke jetzt nochmal in die Box. Nö. Vielleicht haut mich die Maske auch noch um. Aber das ist jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, kauft ihr deswegen die Box. Ich weiß nicht. War jetzt nicht so ganz meine Box, um das mal so zu sagen. Trotzdem, ich verlose in diesem Video eine Box an einen von euch. Was ihr dafür tun müsst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne mal vorbei. Da verlinke ich auch die ganzen Produkte einzeln nochmal drin, dass du dir das nachgucken kannst. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat. Oh, ich muss echt aufpassen mit dem Lippenstift, ne? Nicht, dass ich hier in mein Oberteil komme. Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!